Hemberg, idyllisch gelegen im Kanton St. Gallen, alles wäre in der Ordnung, wenn im Kirchenturm nicht eine Swisscom-Antenne stiengte. Die reibt seit anderthalb Jahren die Nerven auf. 2 Dutzend Anwohner klagen über Kopfweh und Schwindel, Schlafstörungen und Müdigkeit. Die Antenne sei die Schuld. Im Sommer ist die Linderung gekommen. Ein ägyptischer Architekt hat im Kirchenturm Holz- und Plastikformen montiert, sogenannte biogeometrische Figuren. Und bei den Anwohnern sind die Beschwerden prompt verschwunden. Ein Wunder, Beschiss oder Einbildung, der Bericht von der Evelyn Falk. Er sei ein Scharlatan, der einen verzaubert, verhext oder sogar hypnotisiert. Vorurteile sind gross gewesen, denkst genauso. Heute tun sie anders. Der Ägypter Ibrahim Karim hat überzeugt. Ich habe heute, meine ich, eine wichtige Botschaft an Sie, nämlich Danke zu sagen. Ich möchte mich ganz herzlich im Namen des gesamten Gemeinderates bei Ihnen, Herr Dr. Karim, bedanken für die Arbeit, die Sie geleistet haben. Der Ibrahim Karim, der ägyptische Architekt, der an der ETH Zürich studiert und doktoriert hat, in der Kirche Zehnberg. Den Medien zeigt er, was er an der Nattelantenne von der Swisscom gemacht hat. In der katholischen Kirche, im Turm hinein, ist die umstrittene Sendeantenne. Der Ibrahim Karim hat an den Sendekasten und an die Leitungen Figuren montiert, sogenannte biogeometrische Formen. Hier in dem Fall sind es kleine Plastikblättchen. Biogeometrie ist eine Designsprache von Formen, Farben, Klang, das in der Umgebung eine harmonisierende Energiequalität gibt, die gleich ist wie in allen Sakralorten. Zu komplex das Ganze, simpel gesagt. Durch die biogeometrischen Formen wird die negative Energie in eine positive umgewandelt. Kaum zu glauben, dass das funktionieren soll, aber die Wirkung ist unbestritten. Genützt hat es beispielsweise bei der Rosmarie Keller. Noch bis vor kurzem hat sie massive Beschwerden gehabt wegen der neuen Sendeantennen im Kirchturm. In ihrem Wintergarten beispielsweise hat sie gar nicht mehr können sein. Es war ein Rauschen im Kopf bis zur Unerträglichkeit, dass sie raus mussten. Sie haben es nicht mehr wieder 10 Minuten mögen verleiden da rein. Überhaupt nicht. So fest reagiert? Ja. Und dann hast du nicht können lesen, hast gar nichts können machen da draussen. Und was dazu kommt, dass auch die Pflanzen seither eingegangen sind. Ich hatte schöne Pflanzen da rein, die habe ich nicht mehr. Die haben es auch nicht vertreibt. Mit einem Messgerät haben sie und ihr Mann geschaut, wo im Haus die Strahlenbelastung am wenigsten stark war. Und das war zuunterst unten, im Keller. Hier unten hat sie kein Ohrensausen mehr, kein Kopf, kein Schwindel und keine Herzrhythmusstörungen. Mit der Zeit war sie nur noch hier unten. Das ist jetzt seit 3 Monaten geniesst sie wieder ihren Wintergarten, seit der Ibrahim Karim bei ihrer daheim biogeometrische Formen installiert hat. Figuren aus Plexiglas oder aus Holz, Kleber an den Scheiben in allen Ecken. Seither ist es der Rosmarie Keller wieder wohl. Es gibt einfach verschiedene Materialien, die er offenbar nimmt. Aber es ist ja die Figur, es ist ja die Form, die es macht. Hokus Pokus? Nein, mein Gott, das will er nicht. Nein, es ist kein Hokus Pokus, wir haben das erlebt. Es ist genial, aber ich weiss nicht, wie es funktioniert im Grunde genommen. Ich weiss es nicht. Andere wiederum im Dorf, die über keine Beschwerden geklagt haben, sagen heute, seit im Kirchturm die biogeometrischen Formen sind, gehen sie ihnen einfach besser, sie schlafen besser oder das Rheuma hätte aufgehört. Der St. Galler Kantonsarzt hat keine medizinische Erklärung gegeben für das Phänomen und trotzdem ist er überzeugt, die Leute bilden sich das nicht ein. Ich bin froh, dass es geholfen hat, aber ich weiss ebenso wenig, warum das hilft, wie warum die Leute zum Teil ihre Beschwerden haben. Also müssen wir das jetzt im grossen Stil überall machen? Warum nicht, ja. Alles, was hilft, ist gut. Also in dieser verflixten Situation, wo wir so wenig wissen eigentlich, ist alles, was hilft, gut. Keine Beschwerden mehr, dank der Biogeometrie. Ein fertiger Kabis, sagt der Präsident der Interessengemeinschaft Smog Betroffene. Er behauptet, Swisscom habe die 10. Leistung vor Antenne abgeschraubt. Darum haben die Leute keine Beschwerden mehr. Swisscom schiesse bewusst. Swisscom sagt, also nicht nur Swisscom, das sagen alle Mobilfunkbetreiber, sagen klipp und klar, alles ist Einbildung. Und wenn man die Einbildung beweisen will, dass das nur Einbildung ist, dann muss man mit der Sendeleistung halt nachhelfen. Dann muss man die manipulieren, um das zu beweisen, dass das so ist. Wir haben nicht herumgeschraubelt und wir haben auch nie eine Leistungsüberschreitung gehabt. Das können Sie beweisen?
Das können wir belegen, ja. In Hemberg sind 6 Familien begleitet worden, die wegen der neuen Swisscom-Antenne gelitten haben. Heute sind alle beschwerdefrei. Genau sagen, warum und wie das überhaupt wirkt, kann niemand. Und trotzdem, Swisscom glaubt daran. Es gibt noch viele Leute, die sagen, sie seien elektrosensibel, was ich durchaus auch nachvollziehen kann, dass es einige Empfindlichkeiten gibt. Und es gibt sicher auch noch Gegenden, wo sie sagen, wir haben etwas Ähnliches wie in Hemberg, schauen das an. Und dann machen sie es? Selbstverständlich. Wir sind offen gewesen jetzt für diesen Versuch, wir sind auch offen für weitere Versuche. Gibt es tatsächlich einen weiteren Versuch, wird der wissenschaftlich begleitet. Das hat Glaubwürdigkeit, auch die vom Ibrahim Karim. Er selber fliegt am Samstag wieder zurück nach Ägypten. In Hemberg ist das Projekt abgeschlossen, überall sind die biogeometrischen Formen platziert. Jetzt hoffen sie oben einzig, dass die auch in Zukunft wirken. Und der Ibrahim Karim hat bis jetzt nicht verlangt für das Projekt. Wie viel das es in Zukunft kostet, weiss man noch nicht.